Intro und ein herzliches Willkommen zurück hier zu den Chroniken von Hohenstein. Und wir machen heute mal ohne langen Einleitungssatz, denn wir bekämpfen heute die Hexe. Heute ist die Nacht, in der ich sie töten soll. Ich scheine der Auserwählte zu sein und Annie und Cedric bewachen den Turm. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Annie, du hast die Fackeln vergessen. Ich hab doch die Fackeln im Inventar. Achso, ja. Ich hab keine Fackeln. Ja. Gebe ich dir gleich. Ich sehe nix. Gut. Wie viel waren das? Also egal jetzt. Ist egal. Okay, Leute. Kommt ihr? Ja, ich bin schon unterwegs. Es hätte ja sein können, dass du da unten auch noch mitstehst, deswegen. Noch am besten, wir warten noch mal, bis wir rein. Okay. Leute, wir sind bis hierhin gekommen. Ich würde sagen, wir schaffen das, oder? Wir schaffen das. Okay. So, ich gehe vor. Bleibt bitte draußen. Passt auf. Ja. Oh Gott, die Hexe. Bill mir bloß vom Leib, du Hexe! Schaffst du es, Enrico? Hau sie nieder! Ja, ich hab sie erledigt. Oh Gott, ich bin vergiftet. Juhu! Oh, ich sehe es. Oh. Das Eingangsschild, das hat's irgendwie in sich gerade. Oje. Leute. Enrico! Steh auf! Ah, mein Kopf! Steh auf! Ah, Leute, seid ihr es? Ja, wir sind's! Ja. Was ist geschehen? Ah, hab ich's geschafft? Hab ich die Hexe besiegt? Ja, du hast es geschafft! Ah, ein Glück! Ah. Oh Gott, es ist tief finstere Nacht. Oh, ich glaube, wir sollten uns mal schlafen. Wir müssen uns ausruhen. Ah, mein Kopf. Autsch. Hab ich's geschafft. Oh. Leute, wir haben es geschafft. Wahnsinn. Ich habe es geschafft. Nein, wir haben es geschafft. Da. Ui, hier laufen überall Zombies rum. Weg mit dir. So, Schwertertausch. Schwertertausch, ja. Moment, ich geb dir deins. Wo ist denn deins hin? Liegt das noch da? Beim Lars Steve? Oh, Hilfe! Oh nein. Cedric, ich glaube, ich habe dein Feuerschutzdings verloren. Oh nein. Verdammt. Das muss wohl beim Kampf kaputt gegangen sein. Oh je. Nein! Suchen! Naja, Mann, haben wir die Hexe besiegt. Oh, bin ich froh, dass wir die jetzt besiegt haben. Und der Turm, der steht aber noch. Scheint wohl doch Eigenbau gewesen zu sein. Und sind jetzt die 10 verschwundenen Bewohner wieder da? Ich frag mal im Dorf. Leute, wir haben die Hexe besiegt. Ja, wirklich. Was? Die verschwundenen Bewohner sind wieder da? Hey, das ist doch super! Ja! Ja, die verschwundenen Bewohner sind wieder da, Leute! Ja, gut! Cool. Super! Yay! Ach, klasse! Haben wir es also doch geschafft! Ja, hast du gehört? Ja! Ja, wir haben sie besiegt! Sie ist tot! Yay! Oh! Also Leute, ich muss mich bei euch beiden bedanken, Anni, Cedric, an die Community, ich muss mich an alle bedanken. Super, dass ihr mir so beigestanden habt und ja, vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich ohne euch überlebt hätte. Ich weiß es echt nicht. Vielen, vielen lieben Dank. Mhm. Ja. Gut, oh Mann. Aber ich muss zu Hause auf jeden Fall mein Kopf verarzten, der brennt wie Hölle. Ah, oh, Mann. Gut. Jo, dann würde ich sagen, legen wir den Wegpunkt fest und machen uns auf den Weg
Zurück was? Zurück in die, zurück in die Heimat. Zurück in die Heimat. Oh. Also das Abenteuer werde ich nie mit euch vergessen, Leute. Das ist jetzt schon klar. Anni, hast du irgendwas aufgesammelt? Ich gucke nochmal. Nein. Okay. Hammelfleisch habe ich noch. Nee, das ist nicht meine. Nee, meins auch nicht. Ich hab meins. Okay. Gut, dann setze ich hier den Wegpunkt X Bergstätten. Gut, Wegpunkt ist festgelegt. Genau. Dann würde ich sagen, blende ich den Wegpunkt Hohenstein rein. Und dann machen wir uns jetzt, liebe Zuschauer, zurück, würde ich sagen, auf den Rückweg. Jo. Ich muss mich nochmal, wie gesagt, bei allen bedanken. Ja. Danke für bald 60 Folgen Koning von Hohenstein. Und ja, dass ihr alle so fleißig mitgefiebert habt bei diesem Abenteuer und mir beigestanden habt. Dann verabschieden wir uns jetzt und sagen bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und tschüss. Sagt tschüss. Euer Enrico. Ciao, ciao. Du hast das Schwert in der Hand. Dun 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 d